Hey Leute, es ist heute wieder Zeit für eine 18er-Rangliste. Ich bin durch die ganzen Rocket-Videos da ein bisschen durcheinander gekommen mit meinem Rhythmus, aber heute Abend passt es ganz gut. Also bin ich wieder eingestiegen und wen haben wir da? Mathe Man und Paula, die Erste. Wir spielen tatsächlich mit dem Sieger des Rocket-Turniers am Tisch. Diesmal nicht maskiert, diesmal können wir Paula, die Erste, ganz genau über die Schulter schauen. Und das erste Spiel geht an den Start. Naja, 18, denke ich mal, kann man da vertreten. Entweder ich kriege den Zuschlag oder ich wäre auch schon raus. Beim Mathe-Man können wir wohl davon ausgehen, dass der auch präzise rechnet. Zumindest das kleine 1x1 und die großen 120, die sollte er im Griff haben, wenn der Name denn da Programm ist. Erster Griff und gleich ein Volltreffer, den alten gefunden. Das sind doch gute Nachrichten. Da machen wir, denke ich, schon mal einen Grang draus. Und ich glaube, die drei Augen, die tun wir mit runter. Falls Karo ganz ungünstig steht, dann kann das genau dieses entscheidende Bild sein. 28 Augen in Karo, Ass, 10 König, meine Dame und drei Schmierungen könnten 60 sein, wenn es denn 4 zu 0 dagegen steht. Deswegen packen wir das Bild lieber runter. Es gibt in dem Spiel natürlich auch noch eine andere Drohung, dass der Herzkönig zu dritt sitzt. Das ist aber nicht der Fall. Damit ist das Spiel dann gewonnen. So, hier eine kleine Wimmelfinte. Mal einmal so dusselig eingebaut. Hat tatsächlich hingehauen. Allerdings hätte ich natürlich für eine Schneiderchance, für eine Minimalchance schon einen Karo vollen gebraucht. Gut. Und Paula hat auch den anderen vollen. Naja, hier nehmen hin. Dann kommen Sie auf dem Wege raus. Ja, es ist ja der letzte Tag im Monat, der 31. Also heute Abend wird sich auch diese Rangliste schon entscheiden. Ich selber habe es von den Anzahl Serien nicht ganz geschafft. Also tatsächlich bin ich nicht mal in der Nähe von den 30 Serien, die man braucht. Trotzdem wollte ich es nochmal spielen und es euch zeigen. Und oh, Leute, was ist hier los? Wo es für mich um nichts mehr geht, kommt die Karte nur so um die Ecke. Der Grang ist ja nach dem Buben im Skat schon wieder Schneider verdächtig. So, wie klappt das am ehesten? Na, ich denke, wir können ruhig stechen, Buben ziehen und dann hoffen, dass auf die Kreuzlusche nicht gerade 21 fallen. Ich denke, wir können sogar mal hier volle abziehen vorher, um die Schneiderchance zu erhöhen, damit wir da nicht aus Versehen wieder eingespielt werden und dann mit der Kreuzlusche selber antreten müssen. Jetzt sind die Einschübe entfernt und da ist der Schneider schon sicher, weil nicht geschmiert wird. Aber falls jetzt eben hier ein voller Feld oder Kreuzbube links beim Mattemann liegt, dann haben wir auch so die Chance erhöht, dass wir die Kreuzlusche auf nur 15 Augen loswerden. Ja, also für mich geht es tatsächlich eben. Oh, nee, du. Ja, für mich geht es um nichts mehr. Es geht um gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich darf nur eigentlich kein Spiel verlieren, denn jedes verlorene Spiel kostet nochmal 50 Cent. Und natürlich, gut, ich wollte mit euch Spaß haben beim Skat und es macht immer Spaß mit guten Karten. Aber dass du hier gleich diesen Bombenlauf hier, drei fette Spiele hintereinander, das ist ja schon ein Tick weit obskur. Also, sagen wir ganz ehrlich, die hätte ich in der letzten Serie vom Rocket lieber genommen als in diesem Turnier. Aber du musst beim Skat nehmen, wie du es kriegen kannst. Also machen wir auch jetzt das Beste draus. Hier Pik Ass wieder der Versuch, leichter Schneider zu spielen. Falls jetzt Kreuz 1-1 sitzt, ich also auf 11 Augen hier diesen Stich loswerde, ist ja noch möglich, dass Mattemann die 8 hat und Paula die Erste das Ass. Nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Dann wollte ich das blanke Ass weghaben, damit ich eine bessere Schneiderchance habe. So, jetzt kann das wahrscheinlich nur noch dann funktionieren, wenn die Herzlusche auch keinen Stich abgibt. Dazu ziehen wir noch ein bisschen treudusselig in den Farben rum. Unwahrscheinlich, dass das klappt, aber Versuch macht klug und auch so ein 96er. Wow, was für ein Päckchen! 3 zu 0, 240 Spielaugen, 390 Punkte. Puh, jetzt muss ich aber erstmal eine Pause machen, sonst ja, heißt es womöglich, das ginge hier nicht mit rechten Dingen zu. Und das, wo es um gar nichts für mich geht, um wirklich gar nichts. Allerdings, wenn wir damit durch sind, dann zeige ich euch nochmal diese Rangliste, wie ihr sie einsehen könnt, was es da zu gewinnen gibt.
Und dann ist ja schon der nächste Monat, der Februar. Und das ist dann vielleicht der Monat, in dem ihr das erste Mal nicht nur schaut, sondern auch anfasst, mitspielt, einsteigt in diese 18er-Rangliste. Wunderbares Indiz, um euch schon eine erste Idee zu geben, wie gut seid ihr mit euren Skatkünsten schon gediehen. Wie gut könnt ihr im Haifischbecken mitschwimmen? Könnt ihr da schon mitschwimmen? So, warum geht es nicht weiter? Trumpfstarkes Spiel mit rein. Worauf wartet er denn jetzt? Hey man, wir sind auf Sendung. Das Publikum ist erstaunt, wo die Karte bleibt. Da kommt sie. Da ist er wieder aufgewacht. Oh, nun wollte ich schon fast Pik 10 direkt legen. Aber Paula, die Erste, der macht hier Jagd auf jedes einzelne Auge und sammelt hier sogar den König noch mit ein. Den Karo König. Und ist das nicht schon wieder ein schönes Spiel? Zumindest ein schöner Ansatz. Na, ich denke, bis 24 werde ich mal gehen. Aber ich komme diesmal. Oh, ich komme doch ran. Wollte Paula tatsächlich 0 spielen? Oder hat er selber den Kreuz? So, jetzt ist ja die Frage: Hält man die Pik 10 im Blatt oder nicht? Ich denke, wo ich beide Trumpfvollen selber habe, die ich verstechen möchte. Wenn das jetzt Ass läuft, beide Trumpfvollen, 14 Augen im Keller, bin ich schon bei 4 Vollen. Dann geht es noch um ein paar Bilder. Also das versuche ich lieber so rüber mit 14 im Keller. Blanke Herz 10 wäre natürlich Premium, dann sollte das Spiel so gut wie immer gewonnen sein. Aber auch wenn es die nicht gibt, habe ich so ganz gute Chancen. Und erstmal sitzt Matteman in Hinterhand und muss entscheiden, habe ich die Pik 10 oben oder nicht. Normalerweise wird er auf seinen Partner nicht schnippeln, aber kann ja auch mal sein, dass Paula die erste unter dem Pik Ass gespielt hat. Vielleicht ist die 22er Reizung doch ein Pik, beziehungsweise, nee, 0 war ja gereizt. Also die hat schon ehrlich ihren 0 gereizt. Ah, und da kommt die blanke Herz 10. Ja, das macht das Spiel doch deutlich stabiler. Jetzt habe ich schon 35 Augen liegen. Ja, dann soll er hier doch Herz König stechen. Gerne, gerne, gerne. 50. So, nur wenn Trumpf zu dritt steht, kann es überhaupt noch Probleme geben. Aber wenn es 2-1 steht wie jetzt, dann habe ich schon Rest. Schnapp, letzten Buben abholen, Herzflöte runter. Und da ist das Spiel sogar Schneider geworden, dank der blanken Herz 10. Ja, und das ist natürlich eher so Kategorie Blender, ne? Und zwar habe ich hier 6 Trümpfe stecken in Kreuz mit einem Ass und Vorhand. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, ich kontrolliere hier eigentlich nur einen Vollen. Das ist das Herz Ass. Ich habe keine Stabilität in Trumpf, auch keinen Trumpfvollen. Und ja, ich müsste also schon sehr gut finden, um hier ein Spiel auf die Beine zu stellen. Also für Passe, Passe hätte ich es wohl genommen, aber wenn dagegen wer ist, dann ist es schon nicht mehr so besonders gut. Denn auch wie ich die Beikarte einschätze hier, wenn ich wenigstens schon 2 Karten unterm Herz Ass habe, dass ich da eine Farbe dann oder 2 freidrücken kann, aber auch das ist nicht der Fall. So, wir sehen ein 0. Und da spielt man natürlich typischerweise die kleinste Karte der kürzesten Farbe, also hier die Pik 8. Hoffnung, dass Pik nachkommt, mein Herz Ass erstmal wegfliegen kann. Und damit ist dann von meiner Seite die Karte ja schon geklärt. In den anderen Farben führe ich selber die 7er. Das heißt, entweder Mattemann kann das in Pik oder Herz jetzt klar machen. Wenn nicht, gebe ich ihm hier schon den Hinweis, in Kreuz ist nichts zu erwarten. In Kreuz ist immer noch nichts zu erwarten. Und da hat er ihn in Herz erwischt. Fertig ist die Geschichte. Das ist ja ein Raketenstart hier. 500 Spielaugen nach 6 Spielen. Wenn Skat nur immer so einfach wäre. Wenn es nur immer so einfach wäre.
gleich die Stechfarbe gefunden. Sehr gut. Oh, den sollte er natürlich nicht rausnehmen. Oh, den so, er sollte eigentlich nicht rausnehmen, damit er jetzt auch nicht wieder Herz bringt und damit ich... Ah, jetzt sind beide vollen verbrannt. Eigentlich wollte ich sie beide nach Hause kriegen. Deswegen habe ich im ersten Trumpf nicht geschmiert. Ja, jetzt ist es mir auch zu dusselig. Jetzt mache ich wohl noch den Karo-Stich. Da sind wir gerade noch rausgekommen. Na gut, auch solche Spiele gibt's. Okay, 18, weil ich im Fernsehen bin, auf YouTube bin. Publikum motiviert ja manchmal, ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Wobei das so eine typische Hand ist. 18 kannst du sagen, wenn du rankommst, wirst du meistens auch eine Verstärkungskarte finden und hast damit ein ganz gutes Spiel. Wenn es Widerstand gibt, solltest du sofort rausgehen. Das lohnt sich dann nicht, das Risiko wächst unverhältnismäßig bei so einem teuren Spiel ohne 4. So, Karo ist Trumpf. Naja, den Pik König wird er wohl gedrückt haben. Deswegen lassen wir da erstmal, gehen wir da mal nur ganz klein bei. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ne, wenn ich meinem Partner noch ein paar Trumpf zutraue, dann will ich ihn jetzt gar nicht auf Trumpf setzen, sondern dann soll er jetzt eigentlich Herz abschmeißen, was er wahrscheinlich tut, wenn er nicht die Herz 10 hat. Und dann kann ich nur hoffen, dass er jetzt alle Trumpfstiche macht, dass er, was natürlich unwahrscheinlich ist, dass er 5 Trumpf dagegen hat. Das muss wahrscheinlich schon so sitzen, dass, damit wir hier noch eine Chance haben. Oh, er hat selber das Herz Ass. Kommt das jetzt nicht zu früh, Paula? Abwurf Kreuz Lusche, wahrscheinlich blank, und du ziehst erstmal dein Herz Ass ab? Da spielst du ihm doch die 10 frei. Was sind das denn hier für Züge? Das ist ja wieder mal Skat vom anderen Stern. Auch wenn das Herz Ass blank war, gibt er damit ja ein wertvolles Tempo auf, ne? Damit kriegen wir hier diesen Stich weniger und der Spieler gewinnt. Nee, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Also dafür war die Karte zu sehr gelesen. Auf Pik wirft er blanke Kreuz Lusche weg, da kann man schon drauf kommen. So, für Passe Passe nehme ich ihn natürlich. Und auch noch genau die beiden richtigen, also der hohe Bube und das Kreuz Ass da rein, ist ja ein Traum. Gut, dann versuchen wir den Schneider mal gegen eine Herz-3-2-Stellung, dass wir hier gar nicht Trumpf ziehen, um keinen Herzabwurf zu erlauben. Kann übrigens auch wieder verkehrt sein, kann dadurch sein, dass dann der Pik-Bube letztlich noch übersticht, zum Beispiel den letzten Herz, es fallen 28 Herz und auf den 7. wird dann der Pik-Bube übergestochen. Auch das kann passieren, aber die Gefahr ist jetzt schon mal gebannt. Und damit habe ich jetzt natürlich Rest. Und dann wäre es allerdings egal, auch wenn ich andersrum ziehe. Die drei Herzen sitzen bei Matteman, der den Buben nicht hat. Also war es sowieso Schneider. Ja, überzeugende Karte, würde ich mal sagen. La, oh, wie schön ist Panama. Da werden alle Träume wahr. Panama ist so wunderbar, weil ich da noch niemals war. Na, 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 na. Gut, der Rang geht übrigens nur zu verlieren, wenn mir hier ein voller abgestochen wird. In den Herzstichen alleine ist das nicht möglich. Und ja, Herz steht 2-2. Da würde ich sagen, kann ich hier schon ganz überzeugend einmal wieder aufdecken und habe wieder Rang mit 3 Schneider dazu. 808, das ist genau das Ergebnis, was ich in der letzten Rocket-Liste gespielt habe, in 24 Spielen. Hier habe ich es schon liegen bei Spiel 10. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Kann ja wirklich noch ein richtig schöner, netter Skatabend hier werden. Und jetzt sogar noch mal 5 dagegen. Das ist ja auch nicht oft. Da kann ich ja tatsächlich mal auf die Idee kommen, hier noch ein bisschen auf Bilderjagd zu gehen. Erst noch mal meinen Pik-König zu schonen. Mal gucken, ob sich das gelohnt hat. Oh gut, war vielleicht doch nicht so schlau. Wobei genau für dieses Szenario, jetzt kann ich gegen
Kreuz gegen den hohen Buben und die Trumpf 10 kann ich jetzt hier mal mit dem Buben antreten. Und gucken. So, sorry, ich muss hier mein Handy ausstellen. So, und gucken, dass ich diesen Vollen erangle. Jetzt werde ich natürlich den Teufel tun, noch irgendwas zu stechen. Ich möchte die Trumpf 10 haben. Kann er gerne mal Kreuz 10 noch spielen. Zu stark sollte er im Beiblatt natürlich nicht sein. Matte Man muss schon noch einen Stich machen, damit ich hier mein Herz Ass los wird. Und jetzt habe ich natürlich das Gefühl, doch, Matte Man hat noch den Karo behalten. Dann ist alles gut. Wenn er jetzt Herz kommen müsste, wäre die 10 natürlich auch hinüber, aber er hat noch den Karo da behalten. Perfekt. Oh, also jetzt wird mir das wirklich unheimlich. Das wird mir hier zu bunt. Was ist denn hier los? Hätte mir noch gefehlt, dass jetzt wieder der vierte Bube drin liegt. Na, wir machen mit dem Ding jetzt trotzdem mal den Grang. Was zum Teufel sind denn das hier für Karten? Wer oder wen soll ich denn damit jetzt anfixen? Na, euch wahrscheinlich. Und das heißt, kommt zum Kartenspielen natürlich auf die Skatinsel. Buben, Asse und starke Gegner rund um die Uhr warten auf euch. Worauf wartet ihr eigentlich noch? So, das alte Lied. Wir ziehen mal einmal den blanken Vollen ab, damit wir da nicht eingespielt werden können, damit wir da besser schon mal einen Vollen schnappen können. So, mit dem Bild, wunderbar. Jetzt testen wir mal, ob Karo steht. Wenn Karo noch 3 zu 0 steht, kann es übrigens gefährlich werden. Ja, Matte Man hat hier, geht hier auf die Karo-Stiche. Dafür ist hier zum Glück klar, dass es in Pik nichts zu holen gibt. Und dann kann ich das vertragen. 27 und jetzt, huch, wieso zieht er denn jetzt nicht Karo Ass? Das war doch jetzt eigentlich ein Pflichtzug. Jetzt kommt er natürlich zu spät. Ich meine, wie gesagt, 27 hatten sie. Dann wären sie noch auf 58 gekommen. So gewinne ich deutlich klarer. Aber wenn du also auf so eine 10 schnippelst und sie dann freigespielt hast, dann musst du auch das Ass natürlich sofort hinterherziehen. Das ist Pflicht, denn so konnte ich jetzt eben noch auf 17 Augen das Ding loswerden, sonst fallen da 31 Augen. Matte Man, wo bist du? Worauf wartest du? So, und wer schreibt mir hier? Ja, was haben wir da? Noch ein Spieler, der offline ist. Oder wegen den schlechten Karten mal den Refresh-Knopf drückt oder die Liste mal verlassen hat. Skat ist ein Geduldsspiel, sage ich ja häufig mal. Das bezieht sich an sich auch auf die eigenen Karten, die man aussitzen muss, wenn nichts kommt. Aber manchmal, so wie jetzt, bezieht es sich auch darauf, dass die Mitspieler einfach ein bisschen trödeln, ein bisschen langsamer unterwegs sind. Dann heißt es abwarten. Da muss ich allerdings sagen, bin ich dann doch froh, dass wir nicht beim Schach sind. Schach-Live-Partien, 15 Minuten Überlegung, 20 Minuten Überlegung, für einen Laien teilweise gar nicht nachzuvollziehen, was da alles durchgerechnet wird. Da kann ich euch übrigens meinen Lieblings-YouTube-Kanal empfehlen. Das ist ein Schachkanal, Agathmator. Der macht sehr schöne Schachanalysen, hat mich zu Teilen natürlich auch inspiriert, was Layout und Auftritt von meinem Kanal angeht. Und den solltet ihr euch mal anschauen. Ja, wo wir hier auf Paula warten. Ich packe euch mal einen Link unten in die Beschreibung. Das ist auch ein Kanal, ja, bei dem ihr, wenn ihr euch hier für diese Skat-Analysen interessiert, vielleicht auch Spaß dran habt. Allerdings englischsprachig, aber das ist Schachvokabular ist relativ leicht zu verstehen und reinzubekommen. Und da geht's weiter. Paula, da bist du wieder. Kreuzhand. Grüßen wir dich. Schön. Bei 18 Kreuzhand sieht man übrigens,
Ganz selten. Und jetzt bin ich natürlich insofern neugierig, als ich Herz frei bin, zwei Trumpf habe. Meine Kreuz 10, die macht sich hier schon bereit, die macht sich warm, um in Herz zu stechen. Aber erstmal muss ich mir einen Zwischenzug in Karo angucken und jetzt wird es schon für meine Kreuz 10 finster. Jetzt habe ich nicht, oh, da kriege ich sie immerhin noch nach Hause. Das ist gut. Aber Mathemann nimmt nicht rüber. So, und wenn er nun ungezwungen diesen Kreuz Hand spielt und schon eine Karo Lusche hatte, der kann ja nicht auch noch Pik haben. Doch, das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Was ist denn das bitte hier für ein Kreuz Hand? Dann muss er Pik 10 König haben. Er wird ja nicht mit der blanken 10 spielen. Nur warum in drei Teufelsnamen hat Mathemann denn nicht mal Trumpf übernommen? Jetzt sticht er, das war doch sowieso schon meiner, und mal Herz gespielt. Ja, jetzt habe ich nicht mehr. Gucken wir mal genau. Herz 10 hatte er, Herz Dame König 9. Also Viererzug Herz, genau dazwischen. 10 König Dame 9, das Mittelfeld, und schafft es nicht, Herz auszuspielen. Dann hätte ich sogar das Ass noch gestochen. Nun ging das Spiel trotzdem rum, denn Pik stand natürlich auch nicht gut, aber das Spiel war natürlich auch nicht so gut. Ich denke mal fast, Paula, die erste hat sich jetzt verklickt, als er wieder an den Tisch gekommen ist. Denn mit blanker Lusche und 10 König an der Seite würde ja keiner freiwillig jetzt dieses Handspiel machen. Ja, denke ich mal, dass das hier ein Kollateralschaden von einem Online-Verbindungsproblem ist oder war. Ja, da schreibt er auch, konnte den Skat nicht aufnehmen. Ja, okay, sorry dafür. Sorry dafür. Hätte man nochmal Refresh machen müssen oder irgendwas. Hat irgendwas gehakt. Oh, ich werd irre, ich werd irre. Ist das denn die Möglichkeit? Ist es denn die Möglichkeit? Natürlich ist es ein Grand Hand, natürlich ist er unverlierbar. Schneider können wir nicht ansagen, weil Kreuz König natürlich einen Stich machen kann und Karo König logischerweise auch. Also trotz alledem kann der natürlich auch Schneider schwarz werden, wenn Karo 10 im Stock liegt oder blank sitzt und eben der Kreuz König nicht zu dritt dagegen steht. Oh, herrlich, herrlich. Also mit den Karten, da kann doch wirklich jeder Skat spielen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, war Kreuz König im Stock. Dann wird natürlich die Chance für Karo 10 immer kleiner. Aber wir versuchen es natürlich. Ne, Karo 10 bleibt stehen. Okay, meine Herren, nochmal jetzt noch ein 168er. 1204 Punkte bei Spiel 14. Und es geht um gar nichts, gar nichts. Ich werde verrückt hier. Das ist ja irre. Na, jetzt verlieren wir den Gang aber nicht. Jetzt drücken wir 20. Oh. Also meine beste Halbserie, die ich je gespielt habe, also die besten 18 Spiele mit großem Abstand, war einmal 1580. Das habe ich mal beim Clubabend in Elmenhorst gespielt. Aber das ist natürlich super selten, dass sich die Karte dermaßen überrollt. Und jetzt ist es hier gerade so weit. Klar, sie halten den Pik, sie können gar nichts anderes halten. Ich habe eben nicht auf Schneider hier gedrückt, sondern auf Sieg. Das ist ja auch klar gegangen. Meine Herren, du. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich diese 1580 jetzt knack. Das ist ja wirklich lange war ich, habe ich nicht dran geträumt oder dran gedacht, überhaupt nur in die Nähe zu kommen, weil so eine Karten, ja, die kriegst halt dann doch nur einmal in 20 Jahren, womit du in einer halben Serie 1500 spielst. Also gucken wir mal, ob es jetzt hier noch so weitergeht. Jetzt hat erstmal der Mathe-Mann einen Grang und das ist auch ein Abklapp-Grang. Großartig. Es sei ihm gegönnt, logischerweise. Jetzt noch zwei Chancen. Nee, so gut ist es dann doch nicht, weil wie es ausschaut, da komme ich nicht ran. Wird eingepasst. Und jetzt noch einen zum Abschluss. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Wieder für Passe, Passe, Schnapp. Unfassbar.
Tja, wenn wir den so rum für den Gang drücken. 14 wäre ein Tick solider, muss man sagen. Aber jetzt bin ich geil, auch auf Schneider. Jetzt bin ich richtig geil, das Ding wirklich auf Maximum zu spielen. Also gehen wir hier nochmal ein kleines Risiko ein. Das hat schon mal einigermaßen hingehauen. Es sollte jetzt natürlich nicht unbedingt Herz zu dritt dagegen sitzen. Ah, Buben kommen auch nicht. Na gut, aber der Einschub ins Karo Ass hat ermöglicht, nochmal den Buben zu ziehen, ganz ungeniert, denn jetzt habe ich natürlich Rest, weil alle Farben abgedeckt sind. Ja, gucken wir mal. Genau 1400 in 18 Spielen. Also das ist ja mal wirklich sensationell. Schön, dass ich alles im Kasten habe. Dann können wir uns wenigstens gemeinsam freuen an dieser großartigen Liste. Und dann gehe ich jetzt noch mal einmal rüber. Zeige euch nochmal das von der 18er Rangliste. Also, wo findet ihr die? Ich bin jetzt eingeloggt, aber könnt ihr auch anschauen, wenn ihr ausgeloggt seid oder gar nicht registriert seid. Ranglisten, 18er Rangliste. Und da haben wir es für den Januar. Hier ist die Liste. Es sind hier oben alle die angezeigt, die schon mindestens 30 Serien gespielt haben. Und im Preistopf im Jackpot sind über 2500 Euro. Das setzt sich nur zusammen aus den jeweils 50 Cent für ein verlorenes Spiel. Ansonsten ist die Teilnahme an dieser Rangliste komplett kostenlos. Und seit diesem Januar sind die Preise oben ein bisschen flacher gestaltet und dafür bekommen alle einen Preis, die die 30 Serien voll gemacht haben. Und da könnt ihr sehen, es ist ein super beliebtes Turnier. Jetzt haben fast 150 Leute teilgenommen. Ja, und ich bin hier in der unteren Rangliste, in dem Topf, wo die noch nicht qualifizierten Spieler sind, denn ich habe erst 8 Serien, beziehungsweise jetzt kommt noch die neunte dazu. Und mit dieser neunten Serie, 1400 drauf, komme ich natürlich weit über den 600er Schnitt, also Riesenschnitt bisher nach 9 Serien. Wenn ich meine Serien voll hätte, wäre ich ganz vorne dabei. Habe ich aber nicht. Kann ich vielleicht beim nächsten Mal wieder versuchen. Erstmal kann ich nur sagen, nächsten Monat ist eure Chance, da wieder einzusteigen. Da geht es wieder bei Null los und das kostet eben nichts, macht aber Riesenlaune und es gibt trotzdem was zu schnappen. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen schönen Abend. Bis bald mit weiteren Videos vom Skat.